Willkommen zurück zu Pokémon Rubin, die Nuzlocke. Beim letzten Mal sind wir hier bei dieser Schwimmerin angekommen. Ich weiß noch nicht, ob wir so richtig in der Nähe von Xernoville sind. Ich glaube eher nicht. Hey, hey, los geht's! Oder hat er gemeint, heißt er jetzt Sarg oder meinte er, also er heißt nicht Sarg, dann meint er wahrscheinlich Sarg. Hey, hey. Da haben Anführungszeichen gefehlt. Wie soll ich das richtig deuten? Für mich war das, dass er Sarg heißt und Sarg sagt... Hey, hey. Das war Krusty. Das ist Krusty der Clown. So sieht's nämlich wirklich aus. Wir kämpfen gerade gegen Krusty und sein Stolos. Das gegen uns leider überhaupt keine Chance hat. Nee, scheinbar hat es überhaupt gar keine Chance gegen uns. Naja, für uns umso besser. Wir müssen langsam echt noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Weil es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Aber stimmt, wir trainieren ja gerade Gaskanone. Das habe ich schon wieder vergessen. Ein Kadabra. Keine Wirkung. Oh Gott, ein Geist. Superschall. Superschall ist okay. Gegen Geister habe ich immer so meine Bedenken, weil Geister natürlich sehr effektiv sind. Aber keine Chance gegen uns. Absolut keine Chance. Erstaunlich. Mal gucken, was das nächste ist. Ein Sengo. Oh Gott. Ich erinnere mich mit Schrecken an dieses Sengo zurück. Sengo war das Pokémon, das hier Dings drauf hatte. Die Killer-Attacke. Ich hoffe jetzt einfach... Es ist jetzt kein... Oh Gott. Ich habe so Angst vor Sengos Abgangsbund. Also Abgangsbund ist die schlimmste Attacke, die so ein Pokémon einsetzen kann. Stirb, Tangela. Oh Gott, jetzt noch Ausdauer. Okay, damit überlebt es jeden Angriff, aber ist nicht so schlimm. Psychoschub. Muss es gar nicht töten, weil dann mache ich es mit Geowurf kalt. Sofern es nicht auch ein Geist ist. Ja, ja. Ausdauer lässt es überleben. Geowurf. 37 Schaden sind sicher und... Ein KP hat's noch. Also, ohne Probleme bezwungen. Zack. Das ist doch schön. Gaskanone ist auch schon Level 32. Und Schwimmer Andolin haben wir besiegt. Geschlagen. Ich wurde geschlagen. Das war's. Fertig. So, dann schwimmen wir erstmal. Ich guck mal auf den Pokénav. Das kann doch irgendwo nett sein. Nee. Wir sind ewig weit von Xernobyl weg. Hier dürfen wir noch fangen. Hab ich ganz vergessen. Okay. Wie kriege ich dieses Pokémon, ohne es umzubringen? Oh Gott. Ich wollte jetzt da einfach drüber beschleunigen, weil ich komplett vergessen habe, dass wir hier fangen dürfen. Wie soll ich denn das Vieh kriegen? Ohne es umzubringen. Das ist nahezu unmöglich. Ich meine, das sind Latias. Ich kann froh sein, wenn es nicht abhaut. Feuerwehr bringt's um. Ich sehe es kommen. Nein, nicht sehr effektiv. Okay. Vielleicht bringen wir das auch. Vielleicht verletzen wir das gar nicht erst. Aber ich sollte vielleicht zu einem Gesteintyp wechseln. Oder einem Stahltyp. Gestein habe ich ja nicht mehr. Weil das bringt so eh nichts. Was hat denn Gaskanone? Gaskanone ist ja Pflanzestahl. Das heißt, Gestein zieht normal Schaden ab. Aber ich könnte es mit Stachelspore versuchen zu lähmen. Das wäre natürlich hier die Möglichkeit. Oh Gott, Walzer. Walzer ist eine brutale Attacke des Typs Gestein, glaube ich auch. Müsste ja, weil Boden hätte, glaube ich, mehr gezogen. Ich kann mir das nie merken, ob das Gestein oder Boden ist. Aber Stachelspore ist schon mal ein guter Anfang. Der Walzer zieht zwar jetzt ründlich mehr ab, aber das ist nicht ganz so wild. Dadurch, dass der Sandsturm halt uns auch nicht mehr beeinflusst. Ich kann jetzt mal probieren, einen Pokéball zu werfen. Also jetzt ist heute, ich glaube den ganzen Tag werden wir versuchen, dieses Vieh zu fangen. Latias.
Und wenn das hier mit dem Walzer zu stark wird, dann haben wir ein Problem. Und ich kann es ja auch nicht wirklich angreifen, weil mit was soll ich es angreifen? Ich würde es töten. Ich will es nicht töten. Los, komm, Premierball. So ein Pokémon will doch bestimmt einfach nur einen schönen Ball haben, damit es mitkommt. Nee, will's nicht. Der Ball ist ihm scheißegal. Es will einfach bloß uns kaputt hauen. Das kann auch sein. Superball. Es muss ja nicht immer, es will nicht so großkotzig daherkommen, deswegen lässt sich auch im Superball fangen. Oder auch nicht. Ich habe Schluck auf, deswegen kommt meine Antwort immer ein bisschen verzögert. Das ist meine Antwort, meine Worte. Nick muss jetzt hier halten. Aber warum ist das Vieh eigentlich nicht paralysiert? Ich meine, es ist paralysiert, aber dann müsste... Ja, danke. Schön, dass es auch mal greift. Pokéball. Es will ganz unten anfangen. Will's nicht. Ist ihm egal. Gut, dann halt nicht. Wiederball kann ich auch vergessen. Nestball wahrscheinlich auch. Das ist dem alles egal, dieses Pokémon. Und es beginnt gleich wieder seine Walz-Arie hier. Nick ist natürlich recht stabil. Ich muss heilen. Ich muss hier irgendein Pokémon finden. Wo sind meine Supertränke? Da sind meine Supertränke. Dass eine Chance hat, hier irgendwo Schaden reinzudrücken. Und ich glaube, TNT ist das Einzige, was hier wirklich die Möglichkeit dazu hat. Natürlich, wenn es uns mit Felswurf trifft, haben wir ein Problem. Und hiermit kann ich ja total vergessen. Ich könnte auch warten, bis es Verzweifler einsetzt. Das wäre so die Alternative. Probier mal einen Nestball. Vielleicht hat es ja irgendwie heute einen guten Tag und sagt sich, moin. Bleib ich mal im Nestball. Weil ich Lust drauf habe. Aber der Nestball hat schon gut funktioniert. Versuchen wir nochmal. Es funktioniert besser, aber es funktioniert nicht ideal. Ja, und jetzt kommt wieder der Felswurf an. Genau die Attacke, vor der ich Angst hatte. Am liebsten wäre es mir ja wirklich, dieses Vieh würde irgendwie Hyperstrahl einsetzen, dass ich mal eine Runde Zeit hätte zum Tauschen. Da nochmal ein Hyper, aber vielleicht funktioniert der ja. Es muss hier irgendwas funktionieren, weil ich darf es fangen und ich würde es auch gern fangen. Weil, Leute, es ist ein Latias. Soll ich es riskieren? Ich riskiere mal einen Tausch und versuche es anzugreifen. Weil Hitzekoller... Ich weiß nicht, ob Hitzekoller das Vieh nicht umbringt. Ich will es ja nicht umbringen, das ist das Problem. Und Hitzekoller macht halt viel, viel Schaden. Ich guck mir mal die Relation an. Fangen wir doch mal so an. So, Feuerwehr 15 zu 140. Das bedeutet mehr als das Zehnfache an Schaden. Circa das Zwölffache. Wenn wir das Ganze jetzt mal 12 nehmen. Nee, überlebt es nicht. Überlebt es auf keinen Fall. Es ist unmöglich, dass dieses Pokémon die Attacke überlebt. Walzer. Sehr effektive Attacke, aber ist darin gefangen und wird uns vermutlich nächste Runde nicht umbringen. Das bedeutet, einen Schlag habe ich noch frei. Um es irgendwie zu schwächen. Und eventuell ist es ja wieder paralysiert. Und dann haben wir das Glück... Nee, ist es nicht. Wir haben kein Glück. Gut, wer das auch klärt. Wir überleben aber verhältnismäßig viel. Allerdings kann ich mir das nicht riskieren, TNTs Leben jetzt wegen dem Level 16 Latias zu opfern. Zurück zu Nick. Das hat ja schon relativ viel Schaden gemacht. Und die Attacke ging daneben, das ist natürlich auch gut. Ich verbringe hier echt den ganzen Part. Der Part geht jetzt schon fast 10 Minuten.
das war knapp. Es wird besser, es wird echt besser. Also ich meine, es hat jetzt schon zweimal funktioniert. Das hat es vorher noch nicht. Nicht mal der Nestball. Dieser dämliche Walzer, der bringt eh nichts. Ist das denn ein Wiener Walzer? Meine Witze werden immer schlechter, je länger so ein Kampf dauert. Och, Latias, jetzt stell dich nicht so an. Entweder das oder du setzt jetzt so auf der Stelle Verzweifler ein. Und machst dich hier langsam mal schwächer. Ich könnte jetzt noch... Ach, Erfolgswurde bei schwachen Pokémon. Ja, an was wird denn schwaches Pokémon gemessen? Im Vergleich zum Level ist es schwach. Ja, klar. Ich fang's mit dem Pokéball. Das kann ich auch machen. Aber es ist trotzdem gefährlich. Ich meine, auch wenn es ein niedriges Level hat, ist es ein verdammt gefährliches Pokémon. Ich probiere nochmal einen Nestball. Es bringt wahrscheinlich nichts, aber ich will dieses Latias. Es bringt echt nichts. Antikkraft. Jetzt holst du die letzten Attacken raus. Also, das spricht ja schon dafür, dass es zumindest ein paar AP verbraucht hat. Ich hoffe, es verbraucht seine restlichen. Also Antikraft hat, glaube ich, 10 AP. Wenn es die verbraucht hat, könnte es Verzweifler einsetzen und sich selber langsam traktieren. Dann muss ich es schleunigst fangen. Sag mal, du dämliches Latias, kannst du nicht einfach mal hier im Pokéball bleiben? Du schaffst doch eh nichts. Sei mal ehrlich. Wenn du alleine hier rumirrst, wirst du entweder von mir gefletscht oder von irgendwem anders. Das führt doch zu nichts. Also komm. Wir sind jetzt schon 10 Minuten in dem Part und haben erst einen Trainer verprügelt und mit dir gekämpft. Wenn es so weitergeht, dann fange ich dich mit dem Timerball, weil der ja stärker wird, je länger der Kampf dauert, ne? Naja. Schade, dass die Rundenanzahl hier nicht mit angezeigt wird. Würde mich mal interessieren, ob wir schon in Runde über 100 sind. Ich weiß ja nicht, wie viele Pokébälle ich schon geworfen habe. Darin kann man es ja so ungefähr ausmachen. Ach ja, Angriff von Latias steigt. Und die Verteidigung von Latias. Und die Initiative. Und Spezialangriff. Latias, du kannst mich mal. So, aber Pokéball müssen ja auch leer werden. Ja, warum auch nicht? Sandsturm kannst du oft einsetzen, wie es will. Weil Sandsturm interessiert Nick nicht im geringsten. So. Ich sage euch, der Part ist vorbei und wir kämpfen immer noch gegen das Vieh. Und es ist ja schon paralysiert. Mehr, also nur wenn es schlafen würde, könnte ich dann noch mehr machen. Und es ist fast bis auf die Hälfte geschwächt, aber halt nur fast. Latias. Ich habe versucht, mit dir in Freundschaft zu reden. Zwing mich nicht, dich in den Pokéball zu quetschen. Weil wenn du da nicht freiwillig reingehst, dann passt du da auch nicht rein. Ich weiß eh nicht, wie das von deiner Masse her funktioniert. Ich werde jetzt nicht sagen, dass du fett bist, aber ein paar Kilos hast du schon drauf. So, jetzt muss ich gerade mal SMS tippen. Meine Freundin hat nämlich heute Prüfung bestanden. Ein paar Prüfungen, theoretische. Praktische noch nicht, kommen noch. Oh, nein. Oh nein, ja ganz genau, das wollte ich damit sagen. So ein blödes Latias. Das nimmt uns hier die komplette Partlänge weg. Ich hätte vielleicht am Anfang sagen sollen, spoilert euch nicht mit der Bartlänge. Sollte ich vielleicht so eine Sprechblase mal wieder einfügen. Aber dann guckt, wenn ich das sage, guckt eh jeder auf die Bartlänge. Um zu wissen, wie lange der Kampf hier dauert. Ja, weil wir haben jetzt noch eine Minute offizielle Fahrzeit. So ungefähr. Kann auch sein, dass sie schon abgelaufen ist.
Ich habe mal wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken und im Hintergrund blinken schon wieder 1000 Nachrichten, die ihr natürlich nicht hört, weil ich diesmal dran gedacht habe zu muten. Und es lohnt sich noch nicht mal, einen Supertrank zu ziehen. Nein, stattdessen werfe ich weiter Superbälle in der Hoffnung, dass dieses Latias Verzweifler einsetzt. Tatsächlich gehe ich schon nicht mehr davon aus, dass ich das Vieh auf normalem Wege fangen kann. Was meint ihr? Soll ich noch einen Hyperball probieren? Vielleicht klappt's ja. Oh? Nein. Ich bin hier echt hart am Kämpfen mit dem Vieh. Beutel, so, jetzt kommt ein Supertrank. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich diesem Pokémon je die Stirn bieten kann. Also Stirn bieten schon, weil jeder Schlag von mir zu dem Vieh wäre tödlich, der nicht von unserem roten Fänger Pokémon TNT kommt. Und selbst davon wäre ein Schlag tödlich. Also, ich glaube nicht, dass wir es fangen. Aber am Ende werfe ich den Timerball. Der muss dann so eine hohe, der muss dann wie ein Meisterball wirken. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie viele Runden wir schon mit dem Vieh kämpfen. Aber 30 sind es bestimmt schon. Wir hatten mal viele Hyperbälle. Ja. Ich meine, wir lassen uns Zeit. Mal gucken, was zuerst ausgeht. Seine AP oder unsere, ja, alles. Unsere Bälle. Aber er muss schon Sandsturm einsetzen, während Sandsturm tobt. Also ich glaube, seine AP sind nicht mehr lange verfügbar. Probier's noch mit dem Premierball. Vielleicht will's ja jetzt einen schönen Ball bleiben. Jetzt, wo es gemerkt hat, dass nur noch sterben oder oder im Pokéball bleiben in Frage kommt. Aber nee. Es kämpft weiter. Es hat noch nicht begriffen, dass nur Leben oder Sterben hier die Alternativen sind. Gewinnen gibt es nicht. Und Leben bedeutet im Pokéball bleiben. Will's aber nicht. Das will lieber sterben, als dass es mit uns mitgeht. Aber das lasse ich nicht zu. Doch keine Probleme mit Greenpeace bekommen. Wir haben Latias gefangen. Oh, das war ein Kampf. Latias wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Latias ist eine Ohren. 1,4 Meter groß und 40 Kilogramm schwer und Latias ist im höchsten Maße empfindlich gegenüber Emotionen der Menschen. Wenn es den Anflug von Feindseligkeit wahrnimmt, werden seine Federn zerzaust und es stößt schrille Schreie aus, um seinen Gegner einzuschüchtern. Ja, ich glaube, Kenny Neues ist so jemanden. Ne, wenn ich dich jetzt Fischer nenne, kriege ich Probleme im Tierschutz. Wie nenne ich dich denn? Latias. Obwohl, doch, komm, du heißt jetzt Fischer. Ich weiß, damit kriege ich jetzt wahrscheinlich mit den ersten Fans wieder Probleme, aber das ist mir egal. Wenn es euch nicht passt, ihr müsst dieses Pokémon ja nicht angucken. So, Leute, wir haben nicht viel geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich sage tschüss und bis dann. Euer Wolf.